Kapitel 7. Eiseskälte. Die Wolken wirkten düster. Der Wind wehte eisig. Inzwischen war die Fahrt an ihrem dritten Tag angekommen. Und auch bei dem Trio hatte sich eine Art Alltag dieses Ortes eingebürgert. Seit dem Streit hatte Sol sich seinem Bruder nicht mehr auf Meter angenähert. Stattdessen bewegte er sich in der Regel eher im Schlepptau der Kapitänin. Auch war es ihm sichtlich wichtig, dass er aus schlichtem Prinzip nicht einmal nachts der Gruppe in der Kabine beitrat. Absol schien seine Zeit immer noch lieber mit Flamme zu verbringen. Aber zumindest distanzierte er sich nicht mehr aus Prinzip von Sol. Nun, und auch andersherum galt selbiges. Vermutlich primär andersherum. Allerdings änderte auch dies nichts daran, wie wenig an diesem Ort letztlich geschah. Es war wohl zu erwarten gewesen, aber letzten Endes befanden sich all die Pokémon hier über viele Tage hinweg nur auf einer kleinen Fläche inmitten des ewigen Meeres. Und die tollen Beschäftigungen wie aufs Meer blicken verloren auch schnell an Reiz. Allerdings gab es auch nicht sonderlich viel mehr zu tun. Also blieb es doch beim aufs Meer blicken. Zumindest gab es in diesem nun etwas Abwechslung, da das Meer sich änderte, je weiter die Fahrt voranschritt. Eindeutig näherte sich das Schiff dem Eiskontinent, was die meisten Pokémon, abzüglich der Besatzung und mancher Feuer- und Eistypen, zurück in die Tiefen der Kabinen trieb. Nun, und Absol war noch eine Ausnahme, der sein Leben auf einem Eisberg verbracht hatte und dementsprechend die Kälte eher genoss als ablehnte. Die Reise bis zum Waldkontinent würde immer noch Tage in Anspruch nehmen. Tage der Ruhe, die die Gruppe theoretisch bestimmt gut nutzen könnte, gerade im Angesicht dessen, was kommen würde. Jedoch war in der Langeweile Ruhe schwer zu finden. Gespalten, wie das Team nun war und belastet, wie Flamme sich von seinen Gedanken fühlte. Demgegenüber war Tilithium durchaus eine Hilfe, jedoch auch meist eher eine kurzfristige und oft wollte Flamme es ja wirklich nicht nehmen. Es dauerte noch einige Stunden, nachdem der Frost spürbar geworden war, bis sich das Holzschiff durchs Eis gekämpft hatte und schließlich auf eine Eismasse traf, an der es wahrlich kein Vorbei gab. Vorbeikommen war aber auch nicht der Plan, da sich die Eismasse als Kontinent herausstellte, an welchem sie andockten. Es war für Sol nicht sonderlich überraschend zu sehen, dass trotzdem halt hier kein einziges Pokémon tatsächlich das Schiff verließ, diesen Ort als Reiseziel hatte. Der riesige Umweg war irgendwie für nichts. Wenn ich das mal so frei fragen darf, Funkenherz. Warum tut ihr eigentlich allen Pokémon diesen riesigen Umweg in eine Zone, zu der niemand hin will, an? Wäre es nicht viel effektiver, einfach direkt zum Waldkontinent zu fahren? Also einerseits könnten wir mit der Begründung den Waldkontinent auch fast wegfallen lassen. Dort steigen auch nur selten Pokémon ab. Der Kontinent interessiert höchstens mich. Die meisten Passagiere wollen hin und wieder zum Inselkontinent. Es ist halt einfach eine Urlaubsgegend. Zumal der Eiskontinent dann schlicht keinen Anschluss an den Rest der Welt hätte. Dieses Schiff ist der einzige. Aber die primäre Begründung ist sowieso die Geschichte. Dieses Schiff wurde damals als Erinnerung restauriert. Als Erinnerung an die Reise meiner Eltern. Und dementsprechend fährt es auch dieselbe Route ab, wie sie es damals haben. Und auch wenn ich theoretisch die Möglichkeit hätte, das zu ändern, das würde ich nie im Leben. Und die Pokémon, die mit dem Schiff reisen wollen, müssen eben damit klarkommen. Wir stellen ja alles zur Verfügung, um mit der Gegend klarzukommen. Extrem vieles in dieser Welt ist irgendwie mit Erinnerung an die Abenteuer deiner Eltern verbunden, oder? Beinahe alle Pokémon reden davon, wenn man sie mal reden hört. Sie waren die größten Abenteurer. Auch wenn die meisten ihrer Reisen nicht in dieser Welt stattfanden, sondern nur der Beginn von allem. Auch wenn ich sie auf der letzten Reise oder auf den letzten Reisen begleitet habe, habe ich mir immer gewünscht, selber so eine Abenteurerin werden zu können.
Aber gleichzeitig war ich wohl auch irgendwo froh, nicht in einer Welt zu leben, in der es überhaupt nötig ist. Auch wenn sich das ja scheinbar jetzt ändert. Ja, das kann ich verstehen. Nur, ist es nicht schlimm, nun nicht sicher sein zu können, ob all die Abenteuer deiner Eltern wirklich gerecht waren? Die Reisen waren gerecht und die beiden waren großartig. Das werde ich ihnen niemals absprechen oder zulassen, dass irgendjemand es tut. Nur das Ziel, für welches sie unbewusst gekämpft haben. Das Ziel, nicht die Reise, war unrecht. Und nun liegt es an anderen Pokémon, damit klarzukommen und zu hoffen, dass die Folgen noch irgendwie zu beheben sind. Dass nicht schon zu spät ist. Wobei es auch etwas schlimm Schönes hat zu wissen, dass Darkrai doch nicht der Irre ist, den wir glaubten. Du weißt schon, im Wissen, dass ich irgendwie auch mit ihm verwandt bin. Halbwegs. Diese Scheiße muss auch so kompliziert sein. Sol erwiderte nichts mehr hierzu. In der Sorge, mehr negative Emotionen zu erwecken oder offensiv zu wirken. Offensichtlich war auch die Kapitänin nicht unzufrieden mit einem Themenwechsel. Wobei sie jedoch sogleich ein Risiko einging, da sie selber ein ähnlich kritisches Thema anschnitt. Hast du dich jetzt eigentlich nochmal mit deinem Bruder auseinandergesetzt? Ich weiß, dass du keine wirkliche Lust dazu hast und das ist verständlich, aber ihr seid ja trotzdem Familie, nicht? Und ihr seid beide für dieses Abenteuer ausgewählt, also müsste es in jedermanns Interesse sein, wenn ihr wieder Frieden schließt. Man könnte es glatt meinen, nicht. Aber Flamme hat letztes Mal nicht den Eindruck gemacht, als läge ihm irgendetwas an Frieden. Seine Reaktion auf alles ist nur, sich zu beschweren und sich selber im Recht zu sehen. Gleichzeitig ist er nicht bereit, irgendwem zu vertrauen. Außer Absol. Es ist, als würde er sich die Reise selbst erschweren wollen. Und denen, die mit ihm reisen, damit auch gleich. Ich habe einfach keine Lust, ihm gleich wieder die Pfote hinzustrecken, nur damit er erneut draufspuckt. Für ihn ist nichts vertretbar, was nicht zu 100% seiner Meinung entspricht. Das verstehe ich ja alles, Sol, aber Familie ist wirklich wichtig. Das wusste ich selber viel zu lange nicht zu schätzen. Du kannst es doch versuchen und wenn nichts dabei herumkommt, dann lässt du es einfach bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Flamme sich so verhält, einfach nur um ein Arschloch zu sein. Das glaube ich ja auch nicht. Ich kannte auch mal einen anderen Flamme. Einen, mit dem ich klargekommen bin. Aber diese Reise hat ihn verändert. Vor allem, seitdem er dieses Telizium hat. Also, glaubst du, dass das Kraut daran schuld ist? Ja. Zumindest zu teilen. Alleine daran kann es nicht liegen. Dazu hat er sich schon zu anders verhalten, bevor er es überhaupt genommen hat. Aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Eigentlich ist das nicht so meine Art, aber wenn dieses Kraut so viele Probleme macht, dann könntest du es doch einfach, verschwinden lassen. Verstehst du? Das geht auch nicht. Es ist ja nicht so, als hätte es keinen Grund, dass er es nimmt. Flamme braucht das Telizium, um nicht wahnsinnig zu werden. Aber durch das Kraut wird er aggressiv. Man kann es einfach nicht richtig machen. Auch Funkenherz ging an diesem Punkt die Ideen aus. Mit Telizium geht es nicht. Ohne genauso wenig. Und ein Kompromiss war nicht möglich. Damit war dies ein Problem, welches für nun nicht zu lösen war. Was aber nicht hieß, dass man mit allen Folgen leben musste. Also gut, dann ist das kein Anlaufpunkt. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Du solltest noch einmal mit ihm reden. Muss ich? Ich hätte fast gesagt, dass ich dich ja begleiten könnte, wenn du dich dann sicherer fühlst, aber das wäre wohl eher kontraproduktiv. Also, ja, das musst du, sonst darfst du dich entscheiden, in der Kabine des Teams oder auf dem Deck zu schlafen. Etwas genervt wandte Sol sich ab. Nicht aus Wut, sondern
um aufzubrechen, in Richtung seines Bruders. Dieser saß gerade immer noch an Deck und blickte auf das ewige Weiß. Absol schien ausnahmsweise gerade nicht bei ihm zu sein, was vielleicht ganz gut war. Dann könnten sie unter vier Augen sprechen. Flamme. Das Vulpix schien ihn nicht einmal zu hören. Flamme, ich rede mit dir. Wieder folgte keine Reaktion. Ignorierte er Sol oder bekam er tatsächlich nichts mit? Erst als das Fukano seinen Bruder anstieß, schrak dieser auf. Was? Ja, hier bin ich. Ach Sol, du bist es. Lange nicht gesehen. Wieder einmal war das Verhalten des Auserwählten eher... naja... eigenartig. Wir müssen reden. Gutmütlich, ja. Worüber? Worüber? Tu mal nicht so, als wüsstest du das nicht. Nein, ich werde nicht mit dem Tilithium aufhören. Ich brauche das Zeug. Darum geht es mir nicht. Sag mal, Flamme, bist du gesund? Du merkst, wie du gerade klingst. Nein. Also wegen dem Streit neulich willst du nochmal reden? Eigentlich schon, aber... lass es gut sein. Ich seh's ja ein. Absol hat mich schon genug zurechtgewiesen. Ich hab zu sehr auf meinem Recht als Auserwählter und Bringer der Sage gepocht. Also, Kompromiss. Solange du nichts Geheimes verrätst, ist mir egal, mit wem du dich abgibst. Wenn was passieren sollte, übernehme ich aber keine Verantwortung. Und ich fange deswegen auch nicht an, den Mönch jetzt zu trauen. Das ist ja schon mal schön und gut. Aber was ist mit dem Rest? Mit der Entscheidungsfindung in der Gruppe? Darüber reden wir, wenn wieder eine Entscheidung ansteht. Und wenn es darum geht, wie ausgeschlossen du dich fühlst... nun, wenn du dich nicht mehr von Absol distanzierst, ist das kein Problem. Ich hänge ja eh meistens mit ihm rum. Sol entschied sich, diese ganzen Zugeständnisse einfach mal für jetzt stehen zu lassen. Wahrscheinlich würde ein falsches Wort die Meinung des Vulpix sowieso wieder ändern. Wenn Absol immer mit dir herumhängt oder andersrum, wo genau ist er denn dann gerade eigentlich? Offensichtlich nicht bei dir. Flamme blickte einfach wieder zurück dorthin, wo er vor dem Gespräch bereits gebannt hingestarrt hatte. Jetzt erst sah Sol im ewigen Weiß etwas Schwarzes hervorragen. Eine Sichel. Nun, mit dieser im Blick, war das schneeweiße Pokémon auch erkennbar, wenn man nur genug darauf achtete. Er wollte mal wieder Schnee unter den Füßen spüren. Und du hast ihn nicht begleitet? Ich kann gut darauf verzichten. Danke. Dass du den Schnee nicht brauchst, denke ich mir. Ich dachte nur, dass du ihn begleiten wollen würdest, nicht? Warum? Denkst du, Absol kommt nicht alleine klar? Oder ich? Wenn ich keinen Bock auf Schnee habe und er schon, dann geht er an Land und ich nicht. Aber von ihr beobachten tust du ihn trotzdem? Gibt doch sonst nichts zu tun. Also, willst du noch irgendwas Wichtiges oder geht es nur darüber, mich um Absol auszufragen? Ich warte nur drauf, dass du mir endlich mal mehr erzählst. Wovon denn? Davon, wie viel Wasser ich heute schon gesehen habe. Na gut, dann halt nicht. Du brauchst mir aber nichts vorzumachen. Macht ihr, was ihr wollt, aber ich kenne dich immer noch, auch wenn ich es manchmal selber vergesse auf dieser Reise. Auf diese letzte Aussage folgte nicht einmal mehr eine Antwort. Stattdessen war als Reaktion alles, was kam, ein erneutes Abwenden vom Fukano und Zuwenden zu Absol, der anscheinend bereits wieder an Bord kam. Sol nahm die Lage hin und ging schlicht wieder zurück zur Kapitänin des Schiffes. Und, wie war's? Von hier aus sah es doch gar nicht mal so schlimm aus. War's auch nicht. Irgendwie. Ehrlich gesagt hatte ich nicht das Gefühl, dass Flamme mit den Gedanken irgendwie in der Gegenwart war. Vermutlich könnt ihr mir morgen schon nicht mehr sagen, was er mir heute für Zuständnisse gemacht hat. Oh, glaubst du, dass es irgendwas mit dem Kraut zu tun hat?
Es ist möglich. Und es wäre die schlechte Variante. Aber mit Glück war ein Gedanke auch nur bei Absol. Das Absol, das mit euch reist? Nicht das Absol. Absol ist eigentlich ein Zoroark. Er wehrt sich nur dagegen, eins zu sein. Deswegen zeigt er sich nicht so und weigert sich, einen anderen Namen als Zoroark anzunehmen. Und dein Bruder überlegt, wie er helfen könnte? Sonst hilft er nicht oft, aber in dem Fall könnte ich es mir sogar vorstellen. Primär glaube ich aber einfach, dass er sich verguckt hat.